Am 7. Spieltag gastiert der FCK als Tabellenführer beim 4. Fortuna Düsseldorf. Am Anfang steht die Hannes Bongartz Show. Sein legendärer Übersteiger bringt Unglück über Fortuna. Rainer Geyes Führungstreffer in der 10. Minute. Es entwickelt sich eine hochklassige Partie, zu der auch Ronny Hellström seinen Beitrag leistet. 4 Minuten nach der FCK-Führung nutzen die Gastgeber das Gästechaos. Klaus Allofs, der Schütze zum Ausgleich. Der Spitzenreiter aus der Pfalz meldet auch danach eigene Ansprüche an. Amateurspieler Wolfgang Wolf nötigt die Düsseldorfer Schmitz und Weikel beinahe zu einem Eigentor. Fortuna-Keeper Wolke hatte offensichtlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Pausenstand 1:1 vor nur 24.000 Zuschauern. Die sehen auch nach dem Wechsel ein echtes Spitzenspiel und das Fortuna-Führungstor durch den kurz zuvor eingewechselten Rudi Bommer. Nach 71 Minuten also scheint es die bisher noch ungeschlagenen Lauterer erstmals zu erwischen. 6 Minuten später ist die Pfälzer Fußballwelt wieder in Ordnung. Hans-Peter Briegels Flanke verwertet Weikel sozusagen im zweiten Versuch doch noch zum Eigentor. Der Fortuna-Abwehrmann hatte wohl ein Einsehen mit den Bemühungen des Tabellenführers. Besser hätte es der an diesem Tag blasse Klaus Toppmöller auch nicht machen können. Auch Sekunden vor Schluss erweisen sich die Fortunen als ausgesprochen gastfreundlich. Rudi Bommer erspart dem FCK die erste Saisonniederlage. Die Tabellenführung allerdings ist auch so verloren. Mit einem 3:1-Sieg gegen Gladbach schleichen sich die Bayern erstmals vorbei. Punktgleich dahinter der FCK, der HSV und Eintracht Frankfurt.